Hallo und herzlich willkommen zu Ja. Wir haben eine 25-prozentige Chance, dass es nur ein Separierungsteil ist. Zu 75% Risiko, dass es ein Mori ist. Und von der Häufigkeit der Moris, die so aufploppen im Bloodwerk, würde ich sagen, ne? Vielleicht kann er random einkehren. Ja. Es kommt ja aber auch natürlich darauf an, wie hoch du mit dem Killer bist. Ja. Dementsprechend wird ja auch, also auch die Chancen, etwas zu bekommen. Was höherwertig ist, zum Beispiel ein Mori für 4 Personen. Wie sich das anhört, ein Mori für 4? Ich bin nicht hier. Oh, ernsthaft? Woher wusste der das? Das kann ich doch gar nicht. Das ist ein Wallhack, Alter. Das kann ich doch nicht wissen. Ey, ernsthaft, Leute. Das kann ich doch nicht wissen. Woher soll der das denn wissen? Nee, sonst habe ich noch einen Killerstun gekriegt. Ey, das ist aber echt ein Wallhack. Der eine verprügelt sich gleich in den Schrank. Nee, doch nicht. Ja, ich komme jetzt in den Killer. Ach, der hat Agilitation 100 Pro. Oh, wie schnell der rast. Der hat Agilitation. Ich glaube, das reicht auch schon. Da brauchst du gar kein. Ja, okay. Agilitation und vielleicht Arrow Burst 1 oder 2. Aber Agilitation. Also, jetzt weiß ich, wie das ist. Agilitation. Noch nicht sagen, dass der. Ja, wie wird der. Oh. Es gibt doch. Sag mal, wie viele Fallen will der da oben hinstellen? Fick dich doch. Wir brauchen nicht mehr kommen. Ich krieg mir ja so ein paar Struggle Points und dann war es das. Oh, die hat auch noch manchmal Schreien drin. War nicht Monster Shrine, dass die schneller bluten im Keller. Wo kommst du denn her, Mädel? Kann jetzt auch wieder durch Schränke gucken. Ich warte ab, bis die weg ist. Ach, fick dich doch, du scheiß Hurensohn.
So viele Fallen, wann soll der die denn gestellt haben? Kannst du mir das mal erzählen? Und der User, der sitzt hier einfach rum und macht nichts. Nee, er macht ja was. Er repariert einen Generator. Oh, ich kann endlich mal was machen im Game. Was war das denn jetzt gerade? Der verschwindet einfach. Der hat einen Mori. Tepa Kike wird jetzt gerade ins Jenseits befördert. Nein? Die haben beide Sprintbürs oder einer von denen zumindest. Der Tepa-Kike hat sie, glaube ich, sah zumindest aus. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ auch noch No One Escapes Death hat. Ah, da ist die Hedge, gut zu wissen. Der hing noch nicht, oder? Oh. Oh shit. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich nehme die Hedge. Das Tor werde ich nie aufkriegen. Mal wieder Sache. Ich habe aber wieder nichts gemacht, oder? Nichts together. Ja, dafür, das ist aber. Naja, bis auf das. Ich kann nicht GG schreiben. Ich bin dafür verantwortlich, dass der letzte Typ getötet wurde. Naja, trotzdem hat er den nicht geschafft. Aber alle. Es tut mir so leid. Naja.
Die hatten alle Sprintwurst. Alle so eine Meta, ne? Sprintwurst und Selfcare. Sprintwurst, Adrenalin. Sprintwurst, Selfcare und Sabotage. Und ich lag mit meiner Vermutung richtig. Und Agitation, ja. Die Agilitation. Deerstalker. Irongrass 3 schon, okay. Das hat sich aber irgendwie nicht so angefühlt. Kommt immer komisch irgendwie, wenn man sagt, das hat sich auch nie so angefühlt. Aber naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.